Freunde! Hallo! Maluna und ich und ihr, wir schauen heute die, ich würde sagen, glücklichsten Menschen der Welt an. Wobei, ja? Übersetzt man luckiest in glücklich? Ich weiß nicht, es nicht. Was sonst? Die glückhabendsten Menschen. Deutsche Sprache. Sprachen lernen? Bubble, perfekt. Okay. Ja, okay, let's go. Basavita! Ja! What the fuck? Holy shit! Der wird für sein Leben gefeiert. Ja, safe! Hast du ein Problem mit Höhe? Nö. Echt egal. Puh. Ich würde sagen, Porsche hat meine größte Angst. Wäre ich der Typ, ich hätte niemals Anschub gegeben, hätte gesagt, Digga, schauke selber. Das ist hallo, voll gefährlich. Aber dass er dann da so hängt und so. Nee, also Höhenangst habe ich nicht, aber ich würde jetzt nicht irgendwie aus dem Flugzeug springen für den Kick oder sowas. Darauf habe ich irgendwie keine Lust. Also, wollen wir mal einen Fallschirmsprung zusammen machen? Ab 15.000 Likes machen wir einen Fallschirmsprung. Ich kann das nicht mehr. Okay, ab 20.000 Likes. Oh. Wer hat das in sein Po reingegangen? Holy shit. Was? Der ist drüber gesch... Ja, er ist einfach so... Oha! Und macht sein... Und macht einfach Job weiter. Guck mal. Komm mal, und... Hey, wie knapp. Oh, nein. LKW? Das ist ein Auto. Nicht! Nicht das Auto, nicht das Auto. Bitte, der schöne Audi. Ah, wie knapp! Oh nein. Das ist wieder was mit Höhe, ne? Ja, oh. Das ist irgendwie satisfying. Satisfying, nennst du das? Ja, so wie er das Eis so. Haut, ne? Mhm. Ja, hauen ist schon satisfying. Also, wie er sich so reinkratzt. Ja, wie er sich so reinkratzt. Sassy. Oh Mann. Ah. Fängt er sich noch? King. Mach dich doch irgendwo fest, bitte. Jetzt muss man noch den ganzen Weg neu gehen. Besser als runterzufallen, glaube ich, aber. Vier Tüten hängen da fest. You've gotta be fucking kidding me. Gut, lucky nenne ich das jetzt nicht. It because it's bolted into the earth. Because you can't even fucking... Oh, so close. Here we go. See, mach's doch mal, mach's doch mal. See what happens. Ich würde einfach was darüber nehmen, was dann runterfällt da drauf. So viel smarter. Oh, true. What's happening? No way! Nimm was darüber, bitte! Falls darüber noch was ist. I mean, ich meine, das ist die B-Reihe, darüber muss noch was geben. Possibly... I'm doing it again. I'm doing ich würde es auch nochmal machen. Possibly... Here we go. Diese Automaten sind ja so schon teurer als das Produkt, aber jetzt hat er schon so viel Geld ausgegeben. Ja. Go. Aber er kriegt auch vielleicht mehrere Tüten. Oh. Bitte, es fällt da drauf. This is absolutely maddening, because this one is stuck in a fucking ring, and that's causing all of these to not. I'm gonna do one more C3. There's no fucking way it doesn't drop. Er hat alle Tüten bekommen. Hat sich trotzdem nicht gelohnt. Ich finde schon. Doch, doch, es hat sich gelohnt. Oh, oh, ich kenne den Schnapp schon mal gesehen. Whoa, pick up. Oh, Hans auf den Kopf geflogen. Der Kameramann so. Ja, ich hätte vielleicht irgendwie meinen Arm zwischen die Wand irgendwie geklemmt oder so. Ich glaube nicht, dass du es aufhalten kannst, actually, mit deiner Hand so. Ich hätte mich geopfert. Okay, sorry, du Hayden. Oh mein Gott, wie knapp. Oh. Holy shit. Oha. Make a deep sniff. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Irgendwas passiert? Was passiert? Komm schon. Noch ein LKW. Okay, okay, okay. LKW steht das Auto. Auto, Hilfe, Bruder. Oh mein Gott, Bruder, muss los. Was? Oh mein Gott, wie in so einem Kinofilm. Oh mein Gott, ja. Aber warum? War er im toten Winkel? Guck mal, der Truck hat den Wagen ja nicht gesehen. Er fährt jetzt einfach auf die Spur drauf von ihm.
Guck. Und fährt damit hinten in den Rhein. Wagen dreht sich. Oh mein Gott, ich hätte. Also, dieser Moment, als du das. Oh, da in dem Auto drin bist, siehst du. Er fährt mit einer LKW straight auf mich zu. Oh. Und der hat einfach schnell Rückwärtsgang und einfach gib ihm. Ich krieg Russland-Vibes irgendwie. Ja. Fühlt sich für mich wie Russland an. Das hat er echt krass gemacht, muss ich schon sagen. Oh mein Gott. Grind? Als wäre nichts gewesen. Smooth. Das sieht ein bisschen gefährlich aus, das ist ein Loch, ne? Oh, das sieht hohl, ja. Okay. No way! What the fuck? My goodness! Das hätte so nach hinten losgehen können. Er ist aber auch lebensmüde, ne? Das also muss man ihm lassen, ja, ja. Champ. Ich mag Waffen nicht. Sind das echte Waffen? Ja, ne? Ja, ja. Ich dachte, vielleicht arbeiten die im Training mit nicht echten Waffen. Der hinter ihnen hat seine Mütze weggeschossen, oder? Oh, okay. Wie er sich nicht regt! Und er ist nicht mal so, er guckt sich nicht mal um, er ist so, weiter geht's. Just imagine, wie schnell das nach hinten hätte losgehen können. Und keiner guckt dahin. Juckt die alle nicht, was sind das für Krieger? Und vor allem, warum sind die so dumm? Und vor allem, warum gibt es Waffen? Was für eine Scheiße. Warum, also... Können wir nicht wie früher in den Mittelalter mit Schwertern kämpfen? Da passiert sowas nicht. Was passiert hier? Oh no. Oh no. Rettet ihn. Also wenn er runterspringt, das sind schon ein paar Meter, ne? Ja, er würde sich definitiv die Beine brechen. Ich glaube, das ist locker ein halber Meter. Oder? Also ich weiß nicht. Würde er sich die Beine brechen? Doch, er würde sich die Beine brechen. Wenn er, je nachdem wie er aufkommt, bestimmt ja. Ah. Ja, krasse Landung. What? Das wirkt irgendwie kalkuliert, als hätte er das absichtlich gemacht. Das ist schon krass. Meinst du, das ist scripted? Na, ich weiß nicht, mit der GoPro, die da so steht und so, ist glaube ich, das haben die extra gemacht. Aber trotzdem krass. Der Anime-Moment. Wenn du so ein Tischtennis-Anime hättest, dann würde das passieren im letzten Moment. Safe. Da hat er noch 30 Sekunden, wo er so überlegt, was er tun soll und dann so, ich kann kein Deutsch. Er hat dann sein. Mann! Er werfte? Er warf seinen Schläger. Keine Ahnung, das wird diskorrigiert. Er Wurf? Ich glaube, Wurf gibt es gar nicht, oder? Er Wurf? Es ist nur der Wurf. Okay, scheiße. Es also ist er wirklich, es wird. Es wird nur peinlicher gerade. Machen wir weiter. Ach, Mann. How do you feel your chances are in the ALEs? I mean, I love our chances. You know, it's been, Das ist so fake. Ist es fake? Wie hat er sonst den Ball gesehen? Er hat ihn gespürt. Die Sogwelle von hinten. Oh, ich würde mich da nicht hinlegen. Niemals. Also das ist auch lebensmüde. Das ist einfach nur lebensmüde. Das ist nicht, ja, es ist lebensmüde und ein bisschen doof. Ich sehe schon die ganzen Kommentare. Ich sehe nur Kommentare, wie die es richtig hinschreiben. Ich bin 25 Jahre alt und ich habe keine Ahnung, wie man einen richtigen Satzbau bildet. Ist ja auch egal, Maluna, ist egal. Das waren die glückhaftesten, glücklichsten, glückbeschriebensten Glück. Und unsere Deutschkenntnisse sind sehr unglücklich. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wie gesagt, ab 15.000 Likes springt Maluna aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm. Was kommt als nächstes? Ab 5.000 Likes. Zum nächsten Mal. Okay. Ciao.